Ups. Da startet man einmal die Aufnahme hier und dann, dann rennt so ein Viechlein rein. Wir spielen heute, wie heißt Aurora. Spielen Aurora. Ich habe mir die unspaßigsten Sachen für den Schluss aufgehoben. Was bei Aurora aber ganz interessant ist tatsächlich, die Projektile, die ihr schießt, die folgen der Maus. Also das heißt, wenn ihr Auto-Aim anhabt, dann schießt ihr einfach nur drei Sachen und das war's. Aber wenn ihr selbst aimt, Junge, Junge, dann kann das auf einmal auch mehrfach treffen, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Das heißt, für Aurora spielen darf man leider nicht faul sein. Außer selbst ein bisschen rumaimen. Nun gut. Wir spielen. Selbstverständlich. Selbe Bild wie immer. Das heißt, wir holen uns unsere Core-Dinger. Also generell nur Abilities, die mit Crit skalieren. Beziehungsweise generell critten können. Ability Haste. Drei defensive Sachen. Und dann sind wir für die sechste Passive eigentlich offen. Wollen uns was aussuchen. Im Aurora-Fall, da sie ja mehrere Projektile hier schießt, macht es vermutlich sogar am meisten Sinn, Projectile Count mitzunehmen. Das heißt, das würde ich mal probieren, wenn wir es das nächste Mal wieder vorgeschlagen kriegen. E-Spell von Aurora übrigens, man wird kurz unverwundet, man kann durch Eis durchrennen. Ich hoffe mal, kann auch mal mitnehmen. Ich hoffe mal, dass die Ulti nicht mehr verbuggt ist. Sieht ganz so aus, dass sie jetzt funktioniert. Oh, ich habe übel viel Damage bekommen. Ja, Slice, das nehmen wir nicht mit. Und jetzt müssen wir erstmal die Fußbälle hier racen. Crit Chance, mega. Ah, wir können gar keinen Projectile Count mitnehmen. Wir müssen ja die eigene Ability evolven. Das heißt, wir brauchen XP. So, Card Collector ist natürlich das ideale erste Augment. Ja, Dreck nehmen wir auch gern. Okay. Na gut, dann ist wohl doch kein Projectile Count. Oh, das ist... Aha! Mit meiner E kann ich auch keine Sachen, keine Items mehr einsammeln. Das ist ja funny. Na gut, dann kite ich den jetzt ein bisschen im Kreis hier. Gucken, wenn wir mit der Maus hingehen. Stressig. Vortex Love kann critten. So, davon brauchen wir nichts. Also roll ich einmal. Dann machen wir erstmal Abilities hoch. Oh, in den Reihen gerade aus Versehen. Oh lol. Ich kann anscheinend die Knockups einfach stacken. Ja, das Kärtchen schon mal mit. Denn wird vermutlich noch ein Weilchen dauern, bis wir was auf 5 haben. Füße ich immer durch. Also falls ihr Aurora noch nicht kennt, sie markiert die Gegner mit ihrer Ability. Ich glaube, jeden dritten Cast oder irgendwie so prockt man dann das Mark und dann macht man sehr viel Damage. So oder so ähnlich. Aber man kommt doch immer nicht dazu zu lesen, weil ich muss ja auch aimen. Wo war denn das? Every 7 levels calls the spirit that follows Aurora. Achso, das sind die Viecher, die hier mit rumlaufen. Wollten die Fähigkeit lesen. Every 3rd cast, she purges hex targets. Aha. Damit ist ja alles geklärt. Lösen wir hier einmal überall durch. Ich würde nochmal Ult casten, bevor wir sie gar nicht benutzen. Erste Abilities. Schön, schön. Kommt mal da ran. Kann ich das besser abfahren mit E an? Wow. Ah, muss ein bisschen darauf achten, wann die E aber auch vorbei ist, sonst. Sonst muss man ein paar HP tanken.
Static, ja. Ist jetzt ein bisschen suboptimal das Bild, weil wir keinen Uvo Blaster dabei haben. Der hat nämlich am meisten DPS. Vermute ich nach wie vor. Aber dann ist es so. Ich glaube, so wird es auch funktionieren. Also kein Stress. Das ist eine entspannte Trial, einfach nur einen Boss machen. Ich geh mal kurz überall durch. Mal einmal hier rein ulten. Für die Knock-Up-Welle hier. Ja, Projectile Count ja doch nicht. Weil wir XP brauchen. Da ist es schon. Perfekt. Achso, hier ist ein Buff. Was gibt es Schönes? Einfrieren. Super. Also erst der Schaden so mittel. Könnte ein längerer Aatrox-Fight werden. Könnten auch versuchen, falls es vorgeschlagen wird, auf das Augment zu gehen, das Life-Rack gibt und dafür Max Health sehr viel wegnimmt. Weil sollten wir sehr low werden durch Nit, kann man ja immer noch die E anmachen. Und dann die Unverwundbarzeit nutzen, um sich wieder voll zu recken. So, ich habe alles auf 2, den Crossbow auf 4. Muss ich mal 3 Kärtchen einsammeln. Dann einmal auf die Crossbow warten. Minute 6 haben wir wieder die entspannte Wave. Kann man schön viel farmen. Ach, irgendwie Quest. Das gucken, haben wir Glück? Nö. Schade. Na gut, dann nehme ich das Kärtchen mit. Ich habe nämlich keinen Bock, wieder herzulaufen. Dann geht's weiter zur Yumi-Quest. Die Build ist skaliert auf bestimmte Duration, oder? Tut sie nicht. Ist das nicht eine vertane Chance hier? Dass man die mit Duration einfach länger denken könnte? Das wäre doch cool. Aber gut. Dann halt nicht. Let's go, Yumi. Boxfording. Kein Thema. Aber das Ability heißt voll. Ich kriege übel viel Damage gerade. Ability weitermachen. So. Wo ist denn die Box? Ach, da. Oh. Schnell rein. Circle of Stats, das habe ich noch nie bekommen. Can one of the following stats in a fixed order? Every 8 seconds. Oh, man hat dann immer nur eins zur Zeit, oder was? Ja. Ja, komm. Die anderen zwei sind auch nicht geil, also. Was soll's. Soll aber auch keine Ability hier auf 5 kriegen. Nutzen mal das Auto, um hier die jetzt einzusammeln. Das war nämlich ein bisschen eng gerade. Aber es kommt vor bei Yumi Quests. Wir werden am Ende theoretisch trotzdem relativ viel Damage haben, dank Card Collector als erstes. Das ist immer sehr viel Free Damage. Aua! Oh, das ist ja auch ein Gegner hier. War aber durchgerannt. Ganz XP umsonst gesammelt. Leben. So, ja, erstmal die Kogmas loswerden. Ein bisschen anstrengend. Aha, Mega Blast. Na gut, in dem Fall laufe ich einmal schnell zum Kärtchen. Achso, hier kann ich eh nicht einsammeln, wenn eh an ist. Das ist ein bisschen dumm.
Gib Evolf, danke. Gucken, dass ich den Gegner hier perma knock-upen kann. Oh! Hat mich trotzdem erwischt. Das ist ein bisschen frech. Aber gut. So, wo sind die Kog'Maws hier? Kog'Maws down machen. Perfekt. Schon mal eine Passive auf 5. Jetzt ist sie aus dem Pool raus. Ach, ich kann auch keine Kärtchen einsammeln, wenn eh an ist. Ist ja gar nicht nervig. Wupp, neue Trail. Kann ich bitte einmal die Crossbow auf 5? Das ist ja übel nervig. Ah, gut. Dann nehme ich einmal alle Kärtchen mit und dann geht's zur Da ist die Crossbow 5, danke. Jetzt habe ich kein Kärtchen mehr übrig, aber kommt von der Trial, also alles gut. Oh. Static ist weiter. Was Einfaches. Survive in the Circle. Ja, geh hin. Lenken wir mal die Aurora Ability hier ein bisschen im Kreis. Irgendwas critte ich 2800. Ich weiß nicht, ob das die eigene Ability ist. Aber das ist ein ganz guter Wert. Wo sind die Crit Chance? 41. So. Das Kärtchen nehme ich mir einmal vom Schluss auf, weil ich nicht will, dass es rausbuggt, wenn man gleichzeitig ein Level abbekommt. Bündetier heißt voll, dann ist das auch aus dem Pool raus. So, erst kann man das Kärtchen nehmen. Easy Wolf. Und den hier einmal legen. Oh, ist schon weg. Dann direkt den nächsten Wolf holen. Das ist ja entspannt bisher. Ganz gut, dass Aurora XP braucht, aber wir haben es die ganze Zeit nur auf 1. 10% extra XP sind echt egal. Naja. Bombe. Kurz eh an. Müssen durchdüsen hier. Na komm. Sehr gut. Der auch. Irgendwo ist der Cock. Der Nocturne ist hier. Perfekt. So, zwei Kärtchen lasse ich liegen. Weil wir spontan hier Abilities auf 5 bekommen. Oh, hier ist so ein Buff. Gar nicht gerafft. Vielleicht wird es ja Movement Speed. Es wird Movement Speed. Perfekt. Aber ganz schnell zu Yumi laufen. Marathon? Das ist ja umso besser. Oh, nö. Marathon und Frösche ist natürlich wieder nervig. Okay, entspannt. Jetzt noch ein Ramming Runner. Augment hier vielleicht. Ramming Runner? Nö, schade. Das ist auch leider schon das dritte. Viertes kriegen wir nicht. 20% Damage ist echt kackegal. Den können wir Movement Speed einfach nehmen. Jetzt rennen wir halt ultra giga super schnell. Aber wenigstens den ganzen Quatsch von Arthrox mit Dodgen. Aber ist natürlich ziemlich wasted jetzt ohne Ramming Runner. Da hätten wir jetzt vermutlich auch wieder 800% AD und nicht 400. Naja. Kann man nichts machen. Ich chill jetzt erstmal ein bisschen in der Mitte, solange die Frösche spawnen. Die AOEs sind aber zu stressig.
Oh, Frosch Time ist over, glaube ich. Dann lass mal hier. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe 4 Abilities, die ich noch bekommen kann. Oh gut, ich versuche die mal 5 zu machen. Damit wir endlich. Passives meine ich. 4 Passives habe ich noch. Ganz cool, wenn von denen hier ein bisschen mehr spawnen. Ist gerade sehr mühselig, an Level-Ups zu kommen. Aber gut, ich bewege mich mal. Oh, das ist ein Miniboss. Aha. Einmal den Miniboss hier machen, dann. Können wir das Gärtchen direkt verwenden. Jo. Das ist ein Wolf. Ich weiß gar nicht genau, was die Ability kann, aber die Projektile sind jetzt auf jeden Fall rot. So, einmal noch Vortex Glove und dann sind wir auch eigentlich ready. Armor voll. Ja. So, jetzt kann ich nur noch Abilities kriegen, weil ich nur noch 2 Passives nicht auf 5 habe. Das heißt, das nächste Level Up ist safe, der Vortex Love. Let's go. Let's go. Da ist er. Ah. Nächster Evolve. Da ist noch ein Buff irgendwo. Da. Lifesteal. Das ist immer ganz nett, dass man dann auf gar nichts mehr achten muss, aber an sich halt auch nicht wirklich useful. Naja. Haben wir noch ein paar Level-Ups bekommen? Könnte ich wenigstens noch Crit Chance ein bisschen höher machen. Ist das nicht nur auf 41? Aber wird wohl nur noch ein Level-Up. Aha. Okay, let's go, Aatrox. Gucken, wie hoch das DPS ist. Der DPS? Ah, naja, ne? Haut mich jetzt nicht um. Könnte ein längerer Kampf werden, bin ich ehrlich. Boah, für die Pille brauche ich auch übel lang. Eieiei. Ja, mal schauen. Wird vielleicht ein bisschen aufwendig gegen Aatrox. Aber dann können wir wenigstens mal seine Mechanik spielen. Nicht so wie mit Xayah, Jinx oder Briar. Aber ich fahre mir nebenbei nochmal noch ein bisschen. Können wir vielleicht noch Crit Chance ein bisschen höher machen. Aatrox kommt eh gleich wieder angesprungen, sobald er sich danach fühlt. Fühlst du dich schon danach, Aatrox? Oh, du kommst gelaufen? Na gut, musst du ja wissen. Crit Chance. Zieht er mich jetzt schon weg? Ja, ne? Okay, let's go. Ich glaube, ich kann auch Sachen mit meiner E nicht mehrfach damagen. Oder? Steht hier leider auch immer nicht so gut beschrieben. Norrell hexed and deal damage to all enemies she comes into contact with. Ja, aber wie oft? Wie oft, Riot Games? Ah, kein Bock mehr hier zu farmen. Wird schon passen so. Da war gleich viele Autotags gerade. Oh, er ist verwirrt, wenn ich unverwundbar bin. Er hat kein Target mehr. Okay. Nach dem dritten Hit castet er wieder das mich wegzieht. Ah, wir kriegen ihn vorher. Ein Glück. Sonst wäre es langweilig geworden.
Mach ich mal ein bisschen XP mit. Na, ich hab keinen Schimmer, ob das mehrfach blockt. Na, schade. Vielleicht nicht mehr ganz fürs Level up. Na gut. Ich guck mal, ob ich irgendwie gescheit die Ult nutzen kann gegen Aatrox. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ja. Ja, ja. Ist okay eigentlich. Ich laufe mal ganz weit nach links, weil hier despawnen die Schwerter. Aatrox kommt eh gleich wieder angesprungen, wenn er mit den Sachen hier fertig ist. Dafür ist halt Movement Speed immer ganz entspannt. Ne? Können wir schnell hier rüberlaufen. Jetzt dodgen wir den Sachen einmal ein bisschen. Aua. So viel zu dodgen. Das hier einmal dodgen. Dann hier zwischenstellen. So. Müssen wir das hier einmal fertig machen? Dann wollen wir nach rechts dodgen. Wir müssen aus dem AOE hier rauslaufen. Der macht giga viel Damage. Speist uns trotzdem weg. So, sobald Aatrox jetzt wieder hier ist. Aatrox, komm her. Ich benutze dich hier gerade zum Demonstrieren. Muss mitmachen ein bisschen, ne? So, jetzt hat er wieder seine Schwerter gecastet. Und jetzt gehen wir einfach. Weil das einen Max Range hat. Da hört's auf. Mal kurz ein bisschen unverwundbar machen. Noch mal ein bisschen hin und her ulten. Perfekt. Ah, dann mache ich einfach mal Efe an. So. Jetzt macht er nochmal seine Triple Q. Und wir töten ihn nicht rechtzeitig vermutlich. Jetzt zieht er uns nochmal weg. Ah, das ist schade. Ziemlich viele Gegner hier irgendwie. Aber gut. Ja, aber mit dem Movement Speed geht das ganz gut. Schmeißen uns wieder rüber. Aatrox, du hier? Na gut, wir sind aber auch jetzt fertig hier. GG. So, das war's mit das war's mit Aurora schon mal. Ich kann gerade anscheinend nichts mehr machen. Aber als nächstes kommt dann Riven. Und dann kommt leider Gottes noch Illaoi. Und dann sind wir soweit durch.